Die Fortbewegung mit dem Fahrrad ist eine Sommertradition auf der Urlaubsinsel Île de Ré an der französischen Atlantikküste. Allerdings sind derzeit keine Sommerferien und in ganz Frankreich gilt eine strikte Ausgangssperre. Vor 3 Tagen kamen hier Hunderte von Pariserinnen und Pariser an, die ein Wochenenddomizil haben. Ein Zustrom der städtischen Bevölkerung, der Kontroversen auslöst. Wir sind nicht im Urlaub, wir sind abgekapselt. Und wenn Sie hierher an Ihren Zweitwohnsitz kommen, dann sind Sie eingesperrt. Sie können nichts tun. Das ist die Botschaft, die wir vermitteln wollen, indem wir bei Stränden und Radwegen etwas restriktiv sind. Kaum war die Ausgangssperre verkündet, war die einzige Verbindung auf die Île de Ré zum ersten Mal seit dem vergangenen Sommer überfüllt. Überall in der Region wurden die Strände aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus geschlossen. Die Leute denken offenbar, sie sind im Urlaub, aber so ist es nicht. Deshalb mussten Strände und Radwege gesperrt werden, damit die Leute nicht herumfahren. Und wir leiden auch darunter. Im Vergleich zu Reaktionen in sozialen Netzwerken hat sich die Teeladenbesitzerin noch höflich zurückgehalten, denn online explodierte die Wut der Einheimischen förmlich gegenüber der vermeintlichen Invasion wohlhabender Pariser. Hinzu kamen große Ängste vor einer Überlastung der Kliniken. Wir haben begonnen, medizinisches Personal auf unserer Insel Noirmoutier zu bitten, uns in einem Notfall zu helfen. Aber wenn es um die Krankenhäuser auf dem Festland um uns herum geht, werden diese mit einem Bevölkerungsanstieg konfrontiert werden. Und wenn es schwere Coronavirus-Fälle gibt, ist nicht sicher, ob es genug Betten für alle gibt. Es hätte von Anfang an eine Eindämmungspädagogik geben sollen, die besagt, dass es völlig verboten ist, sich auf der Straße oder mit dem Zug durch das Land zu bewegen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Bilder vom Bahnhof Montparnasse gesehen haben, der voll von Menschen ist, die mit dem Zug fahren. Diese Züge sind der perfekte Ort, um ein Virus zu verbreiten. In Norwegen ist die Flucht in den Zweitwohnsitz unter Androhung einer Geldstrafe oder sogar Haftstrafe verboten. Und auch in diesen französischen Urlaubsregionen, in denen alles nach Bewegung an der frischen Küstenluft schreit, lautet die gesundheitspolitische Botschaft mehr denn je: Bleiben Sie zu Hause.